und willkommen zu Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Wie jede Woche wollen wir euch eines der 8 Millenniumsziele vorstellen. Die Gleichstellung der Geschlechter und insbesondere die Stärkung der gesellschaftlichen Positionierung der Frauen. Und das gesellschaftsweit? Das ist das Ziel des 3. Millennium Development Goal. Wie das ganz praktisch aussehen kann, das zeigt ein Beitrag aus Vietnam. Frau Nguyen und ihre Ein-Personen-Gesellschaft. Frau Nguyen ist 42 Jahre alt. Sie lebt in Vietnam, in dem kleinen Dorf Than Thanh. Frau Nguyen besitzt ein kleines Restaurant, in das täglich bis zu 300 Frauen aus der gegenüberliegenden Zuckerfabrik kommen. Ihr Leben ist relativ einfach, doch sie kann mit ihrem Restaurant ein geringes Einkommen erwirtschaften und ihre Familie ernähren. Vor einigen Jahren sah das noch anders aus. Frau Nguyen wuchs mit 6 Geschwistern in einer armen Familie auf und konnte nur die Grundschule besuchen. Mit 19 Jahren heiratete sie und bekam im Laufe der Zeit 3 Kinder. Ihr Mann versorgte die Familie, doch 2005 verunglückte er bei einem Autounfall. Seitdem arbeitete Frau Nguyen meist in Gelegenheitsjobs, um ihre Familie über Wasser zu halten und ihren Kindern zumindest den Grundschulbesuch zu ermöglichen. Im Rahmen eines Entwicklungsprojekts der Nichtregierungsorganisation SODI erhielt Frau Nguyen einen Platz in einem Ausbildungsprogramm. Nach einem Orientierungskurs über Arbeitsrecht belegte sie einen Koch- und Gastronomielehrgang im lokalen Schulungszentrum des Frauenverbands. Mit deren Unterstützung erarbeitete sie anschließend einen konkreten Businessplan. Nach einer Kreditschulung erhielt sie einen Mikrokredit in Höhe von 600 Euro. Damit konnte Frau Nguyen ihr kleines Restaurant mit Möbeln, Kühlschrank und Kochutensilien ausstatten. Dass ihr Haus gegenüber einer Zuckerfabrik liegt, ist ein großes Glück, denn die Arbeiterinnen sind Frau Nguyens größte Kundengruppe. Nach Abzug aller Kosten hat sie mit ihrem Restaurant bereits 1.080 Euro verdient. Beim durchschnittlichen vietnamesischen Pro-Kopf-Einkommen von 800 Euro im Jahr ist Frau Nguyens Erwirtschaftung ein großer Fortschritt. Das im Ausbildungsprogramm vermittelte Wissen war die Grundlage ihres unternehmerischen Handelns. Frau Nguyens Restaurant hat sie und ihre Familie nicht nur vor noch größerer Armut bewahrt, Frau Nguyen hat auch ihre Rechte wahrgenommen und sich als alleinstehende Frau mit 3 Kindern selbstständig gemacht. Was macht eine Frau, die vor einem leeren Blatt Papier sitzt? Sie studiert ihre Rechte. Worüber ihr nur mit den Augen rollen könnt, das ist in anderen Ländern bittere Realität. Denn in bestimmten Kulturkreisen haben Frauen eine nachgestellte Position. Dass Mädchen weniger Rechte haben als ihre Brüder, dass der Vater vielleicht noch den Ehemann aussucht oder die männlichen Familienmitglieder bestimmen, was eine Frau darf oder eben nicht darf, das ist in Familien und Kulturen mit sogenannten Ehrenkodizes durchaus auch in Deutschland noch der Fall. Das Berliner Projekt Heroes arbeitet mit jungen Männern, um gemeinsam diese traditionellen Rollenbilder zu hinterfragen. Die Gleichstellung der Geschlechter jeglicher Kultur ist das Ziel des Projektes. Neukölln, deutschlandweit bekannt als ein Berliner Problembezirk. Nicht zuletzt wegen gewaltbereiter junger Männer mit Migrationshintergrund. Dabei leben hier viele Jugendliche zwischen den Kulturen. In Deutschland aufgewachsen, aber mit traditionellen Werten erzogen. Gespaltene Gefühle, die zu Aggression und Unterdrückung führen. Dagmar Riedel-Breinstein gründete das Projekt Heroes, weil sie etwas verändern wollte. Wie sie sagt, aus der Mitte des Patriarchats heraus, um die zu erreichen, die aktiv im Namen der Ehre handeln. Und dieses Thema Ehre und Unterdrückung im Namen der Ehre ist was, was mit Gewalt zu tun hat. Und die Erfahrung von Gewalt innerhalb der Familie, sowohl als Opfer als auch als Täter, ist was ganz stark begünstigt, später eben in andere Gewaltverhältnisse zu kommen. Oder die Unterdrückung, die Kontrolle von Frauen, ist was, wenn es die Jungen von Anfang an lernen, was sie hochgefährdet, wenn es ihnen nicht so gut geht, wenn sie in Konflikte kommen, umzusetzen in sexuelle Gewalt. Dass diese Gewalt daraus entsteht, aus ganz streng erzogenen, ganz streng geforderten Geschlechterrollen. Die jungen Männer seien oftmals Aggressoren, ohne genau erklären zu können, woher diese Emotionen stammen. Als Männer mimten sie die klassischen Geschlechterrollen nach. Du fühlst dich nicht wohl mit bestimmten Sachen in deiner Familie oder in deiner Community, in Beziehung zu Mädchen und Frauen, aber es ist nichts, was artikuliert wird. Das kommt hier. Worüber man reden kann, kann man ja auch mal ändern. Dagmar Riedel-Breinstein möchte die Jungen in den Trainings fordern und dass sie verstehen. Die werden in Rollen gedrängt, die ihnen auch keinen Spaß machen, die sie auch blöd finden, die aber im Normalfall unhinterfragt sind. Yilmaz Atmaka ist Gruppenleiter. Er selbst stammt aus der Türkei, ist eigentlich Schauspieler. Jetzt arbeitet er mit den jungen Männern in Neukölln. Er begleitet sie in den Trainings und führt mit ihnen später die Workshops durch.
Was heißt eigentlich Ehre? Einige sagen, die Ehre ist meine Familie, meine Schwester, meine Frau, meine Mutter. Es gibt Leute, die Ehre mit der Religion definieren wollen. Wir arbeiten hier mit unseren Jungen und wir diskutieren sehr stark über diesen Begriff. Und Ehre ist das, was er geleistet hat. Die Ehre, die manchmal dazu führt, insbesondere die Frauen in eine Rolle zu drängen. Auch Ahmad Mansour ist Gruppenleiter. Er kommt aus Palästina, ist Psychologe und wollte in Berlin aktiv werden, weil er von der Situation hier überrascht war. Es ist noch schlimmer und dramatischer als zum Beispiel in Palästina oder in Israel. Die Frauen bei uns in Palästina haben mehr Freiheit. Hier haben die Eltern unglaubliche Angst, dass ihre Kinder die deutschen Werte übernehmen. Und deshalb sind sie extremer bei ihrer Kontrolle und ihrer Bedürfnis, die Mädchen ganz schnell zu heiraten. In den Gruppen werden persönliche Fragen besprochen, wie Frauen wohl denken, warum sie in bestimmten Situationen wie handeln. Ehre ist eines von vielen Themen wie Menschenrechte, Gleichstellung, Gewalt oder Integration, die die jungen Männer untereinander diskutieren und später in die Workshops tragen. Wir haben einige Szenen, die wir den Teilnehmern zeigen, klischeehafte oder ein bisschen überspitzte Szenen, wo der Vater den Bruder anschreit, warum er nicht auf seine Schwester aufpasst. Und dann wird darüber diskutiert, was haltet ihr von dem Vater? Wie ist die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn? Und wie wirkt diese Unterdrückung auf die Schwester? Und wenn wir sehen, dass sie weit genug sind, darüber vor dem Publikum zu reden und ihre Meinung durchzusetzen, dann üben wir mit ihnen diesen Workshop. Das ist nicht immer einfach, aber erfolgreich. Ich kann generell sagen, wenn ich in einer Gruppe gehe und die Gruppe am Anfang skeptisch ist, was machen die hier? Das sind Türken, Araber, die vor uns sitzen, die behaupten, sie seien von uns, aber die denken anders. Die sind, wovon erzählen sie denn hier? Die müssen ja wissen, was Ehre heißt. Warum fragen sie uns? Und dann langsam kommen sie ins Gespräch. Und dann ist es schön zu beobachten, wie diese Entwicklung ist, wie diese Überbrückung ist, dass sie plötzlich darüber ihre Meinung sagen. Sie haben das von ihren Eltern einfach übernommen und machen weiter, ohne Fragen zu stellen. Und wenn man anfängt, einfach kritisch zu sein und Fragen zu stellen, dann finden wir tausende von Ursachen, wo sie merken, das ist falsch. Nach rund 9 Monaten Gruppenarbeit erhalten die jungen Männer ein Zertifikat. Sie sind dann Heroes. Sie sollen Vorbilder für Gleichaltrige sein, in Workshops gehen, Diskussionen anregen und selbst leiten. Und sie sollen zeigen, dass Mannsein nicht Macho-Sein bedeutet. Mittlerweile durchläuft die 4. Gruppe das Projekt in Berlin-Neukölln und es soll deutschlandweit ausgeweitet werden. Es richtet sich an junge Männer. Die Gruppen, in die ausgebildeten Heroes gehen, sind gemischte Gruppen. Denn es geht ja um die Gleichstellung von Frauen und Männern. Jetzt schon bestimmt ein Mädchenbeirat die Inhalte der Trainings mit. Da ist es doch an der Zeit, in die Reihe der Gruppenleiter eine Frau zu setzen. Und wenn jetzt eine Frau dazukommt, dann wird es anders sein. Aber das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das ist unglaublich notwendig, dass eine Frau in dieser Runde ist und dass sie merken, diese Stereotypen, diese Vorurteile, dass sie gegenüber Frauen haben oder hätten, nicht mehr existieren. Solange wir Patriarchalismus haben, werden wir Heroes brauchen. Heroes widmet sich einer übergesellschaftlichen Problematik und berührt dadurch nicht nur Randbereiche des täglichen Lebens. Aus einer ganz anderen Perspektive heraus betrachtet die Organisation GenderCC das Thema Gleichberechtigung. Was haben Klimapolitik und die Gleichstellung der Geschlechter gemein? GenderCC steht für Gender und Climate Change. Dabei setzt sich GenderCC zum Beispiel im Katastrophenmanagement für die Gleichstellung der Geschlechter ein. In welchen Bereichen der Klimapolitik Ungleichbehandlungen stattfinden, welche Gründe das hat und wie ihnen zu begegnen ist, darüber berichtet Celine Meyer. Heute im Gespräch Marion Roller von GenderCC. GenderCC ist ein Netzwerk von Expertinnen und Aktivistinnen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit im Klimawandel einsetzen. Der Hauptzweck unserer Arbeit ist, wir möchten die Klimapolitik beeinflussen in dem Sinne, dass wir möchten, dass alle Maßnahmen, die da ergriffen werden, Abkommen, die verabschiedet werden, Männern und Frauen gleichermaßen gerecht werden. Wir sind der Ansicht, dass eine Klimapolitik, die Geschlechterunterschiede außer Acht lässt, und das ist in allen Politikbereichen so, überhaupt nicht effizient sein kann. Was hat Klimawandel mit Gender zu tun? Der Klimawandel betrifft alle Menschen weltweit.
aber er betrifft Männer und Frauen, Alte und Junge, Menschen in Deutschland, Menschen in Afrika, schlichtweg unterschiedlich. Das liegt an den sozialen und kulturellen Bedingungen, unter denen Menschen leben. Das liegt an der wirtschaftlichen Situation, unter der sie leben, an der politischen Situation. Frauen sind anders vom Klimawandel getroffen. Haben Sie ein Beispiel dafür? Erstes Beispiel, Tansania, Ostafrika. Frauen sind in Tansania schwerpunktmäßig für die Ernährung ihrer Familie zuständig, für die Energieversorgung, für die Wasserversorgung. Das heißt, wenn sich die klimatischen Bedingungen wandeln, wenn es trockener wird, was es in einigen Teilen von Tansania wird, dann sind die Frauen zum Beispiel länger damit beschäftigt, Wasser zu holen, um ihre Familie damit zu versorgen. Wenn sie mehr Zeit dafür aufwenden, Wasser zu holen, dann fehlt ihnen diese Zeit, um andere Sachen machen zu können, schlichtweg. Also ihnen fehlt diese Zeit für Bildung, zum Ausruhen, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Im Gegenzug auf der Seite der Männer, also es geht ja jetzt auch nicht darum, irgendwie zu sagen, Männer sind davon nicht betroffen. Nein, aber sie haben einfach andere Aufgaben. Männer in vielen Ländern des östlichen Afrikas sind verstärkt für die Viehwirtschaft zuständig. Die Männer sind einfach länger unterwegs, um ihre Herden überhaupt noch mit Gras und so weiter versorgen zu können. Zum Teil ist die Viehwirtschaft gar nicht mehr möglich, weil es einfach nicht mehr genügend fruchtbares Land gibt, auf das sie drauf können. Das hat natürlich wiederum psychologische Auswirkungen. Was ist dann noch die Aufgabe der Männer in den Gesellschaften, wenn sie nicht mehr für das Vieh zuständig sein können? Aber auch das nimmt natürlich wieder Zeit weg, die sie mit ihren Familien verbringen könnten. Denken Sie, dass das MDG3 bis 2015 erreicht wird? Die Erhebungen, die bislang gemacht wurden oder die stichprobenartigen Untersuchungen in dem Bereich deuten nicht darauf hin. Aber ganz grundsätzlich ist auch die Frage, ob dieses MDG überhaupt im Alleingang erreicht werden kann. Also wie viele oder alle MDGs ist Gleichberechtigung einfach eine Querschnittsaufgabe. Was müsste gemacht werden, um das MDG 3 zu erreichen? Wir müssen ganz massiv in Bildung investieren und dafür sorgen, dass Jungen und Mädchen die gleichen Chancen haben. Wir müssen die Müttersterblichkeit senken. Die Industrieländer, und Deutschland ist eins davon, muss endlich massiv die zugesagte Entwicklungshilfe erhöhen. Und davon sind wir weit entfernt im Übrigen. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen und zwar massivst. Und das ist wiederum eine Anfrage an uns hier. Das heißt, letztlich ist die Erfüllung der anderen MDGs genauso eine Voraussetzung für die Erfüllung von Gleichberechtigung, wie die Erfüllung von Gleichberechtigung eine Voraussetzung ist für die anderen MDGs. Herzlichen Dank. Die MDGs bedingen sich in ihrer erfolgreichen Umsetzung gegenseitig ganz massiv. Am offensichtlichsten wird dies beim dritten Entwicklungsziel. Die Senkung der Kindersterblichkeit ist das vierte Millenniumsziel. Darüber werden wir in der nächsten Sendung berichten, wenn ihr mögt. Bis dahin.